Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Boxenstopp. Wir stehen am Restaurant, wir haben gerade fleißig gegessen und habe ich eigentlich eine neue Route gemacht? Ja, habe ich, glaube ich. Ja, habe ich. Bin total verwirrt. Der Typ läuft gerade hier irgendwie gegen das Auto und ja, die anderen beiden sind auch wieder mit am Start. So, ja. Hallo, hey, liebe Leute. Wir haben gespeist, wir haben getrunken und weiter geht's. Ja, wir fahren jetzt los. Was sind Lakritzschnecken in Tor? Jawohl, Lakritzschnecken. Genau, wir haben ein super Thema. Genau, da sind wir auch gleich schon beim Thema. Ja, Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Kurze Anmerkung zu Süßigkeiten. Ich als Sodbrennpatient kann nur empfehlen Lakritze. Lakritze ist nämlich sehr gut gegen Magensäure. Ja. Und schmeckt aber auch richtig gut. Oh, ich esse so gerne dieses. Früher hat man dazu, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, früher hat man dazu Negergeld gesagt. Und zwar ist es, es hieß früher wirklich so, und zwar ist es ja, von Lakritz, diese Taler, genau, aber die oh, etwas ja. Süßlich schmecken, also nicht diese richtig scharfen, sondern die etwas süßlich schmecken, die kleinen Taler. Oh ja. Davon könnte ich eine ganze Packung aufessen. Da müsste ich mal mit dir nach Frankfurt fahren, ja. In Skyline Plaza, da gibt es einen Lakritzladen. Lakritze in allen Geschmacksrichtungen und Formen. Oh. Also von... Oh, gut. Ja, da gibt es auch eine 18-Plus-Gang. Okay. Da lassen wir von den Minderjährigen rein. Da gibt es Lakritze in den skurrilsten Formen. Oh. Und okay. sau lecker. Also wenn ich dort bin, ich gebe da locker mal 20, 30 Euro für Lakritze aus. Ich mag auch... Ich mag auch sehr gerne die Salinos, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind auch sehr lecker. Ja, esse ich auch sehr gerne. Ich mag das, wenn die Lakritze so ein bisschen hart und zäh ist. Oh ja. Aber wir hatten ja letztens sogar schon auch im Stream, glaube ich, war es gewesen. Ich glaube, da kann eine Banane mir recht. Ich glaube, Banane war auch mit dabei gewesen. Und zwar hatten wir da auch dieses Thema mit Süßigkeiten. Und zwar hier mit Esspapier und sowas. Könnt ihr euch noch früher dran erinnern? Oh, Esspapier. Ja. Alter Schwede. Oh, ich weiß noch, ich habe von meiner Oma immer zu Ostern so Osternester bekommen mit Esspapier. Die Schokolade habe ich links liegen lassen, ich habe Papier gefuttert. Ehrlich? Ich fand das immer so unbefriedigend. Das war, da hast du reingebissen und dann war es weg. Ja, das ist immer so schnell. Das hat sich angefühlt, als ob es geschmolzen ist. Steak. Als ob es geschmolzen ist. Ja, das ist plötzlich, hallo, ich wollte was für mein Geld haben. Und was auch mal geil war, war damals diese Rollo-Schokolade am Kiosk. Und zwar war das diese mit Kokos. Oh, diese Tafel. Die gibt's heute sogar immer noch. Ich weiß, ich hole sie mir mal einen Schwarz, mit Nougat gefüllt. Ja. Oder Süßigkeiten. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich mal wieder zum Kiosk fahre. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Oder auch du, der gerade die Folge guckt. Wenn man am Kiosk war früher und hat einfach gesagt, ich hätte gern eine gemischte Tüte für eine Mark oder zwei Mark. aber dazu muss man sagen, da hat man für die zwei Mark auch ordentlich was bekommen. Ja, sicher, die Tüte war riesig. Die war aber auch abends weg. Die war voll. Ich weiß es noch. In Spanien sind diese Kioskkasten an jeder Ecke gehabt. Und die waren voll gepumpt mit Süßigkeiten. Ja. Da bist du hingegangen, wenn du ein bisschen mehr Geld hattest, damals Euro, also schon Euro. Ja. Hast gesagt, du willst ja 5 Euro eine gemischte Tüte haben. Ja. Da hast du ungefähr eine Tüte so voll bekommen wie eine Lidl-Einkaufstüte. Da war alles drin, da waren Chips drin, da waren Flips drin, da war Gummizeug drin, da waren Bonbons drin. Oh, Center Shocks. Diese Cola-Shock, die Cola-Shock-Dinger. Wir hatten Fini-Booms gehabt. Das waren Kirschbonbons. Außen in Zitronensäure. Also die ersten 30 Sekunden im Mund, also wirklich im Mund zusammengezogen. Oh, ja. Und wenn du es dann fertig hattest, dann war in der Mitte so ein Kern aus Zucker, was in mit Zitronensäure noch einmal gebadet war. Also richtig übel sauer. Da haben wir die Mutproben in der Schule gemacht, wer schafft es, den zu Ende zu lutschen. Oh, diese sauren Zungen auch böse. Immer. Die Zungen sind geil. Die so lange gegessen hast, bis du die Zunge nicht mehr gespürt hast.
Ja, ja, die sauren Zungen waren noch nicht sauer. Sorry. Nein, ich meine diese, war das nicht die sauren, ah nee, das waren diese sauren, ach, wie hießen die denn nochmal? Diese ganz flachen, dünnen, ach, Fäden oder was das waren, die so aussahen wie Bandnudeln, sowas. Ja, die Spaghetti. Ja. Oh, die Spaghetti-ähnlichen, oh, göttlich. Oh, geil. Geil, ja. Ich kann auch heute noch, wenn ich vom Globus bin, bei uns, die haben eine riesengroße Süßwarenabteilung. Mhm. Und da kriegst du auch in den Dosen zu kaufen, wie früher der Kiosk hatte. Ja. Und da habe ich mir mal so diese roten Sauerzungen geholt. Mhm. Eine ganze Dose von. Mhm. Hab 5 € dafür bezahlt und die habe ich dann einmal einen Abend weggeputzt. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, ey, warum gibt's keine Gummibärchen mit Waldmeistergeschmack? Warum gibt's keine mit Waldmeistergeschmack? So, dann hat Haribo diese Waldgeister rausgebracht. Also ja. Geister mit Waldmeistergeschmack. Ich habe mir so eine ganze Dose gekauft und in 3 Tagen gefressen. Danach konnte ich keinen Waldmeister mehr sehen. Oder kennt ihr noch Brausepulver? Oh ja, oh ja. Ahoi, Brause! Oh, wie hießen denn nochmal diese Dings? Da gab es auch an einem Kiosk immer diese Tüten. Die konntest du die so einschmeißen und dann hat das so geknispert und gezuckt auf der Zunge und alles. Ja. Wie hieß das denn nochmal? Der Brausepulver. Nein, nicht Brause, das war was anderes. Das hat so geknistert. Ich weiß, was du meinst, Das hat nur so geknistert immer. Ich komme nicht. Ja, das gab es dann auch mit so einem Lutscher, mit dem einem Fuß. Ja, genau. Boah, Bulli, hör auf mich zu rammen, Bulli. Schau es dir an. Ja, Mann, das war schon, also Süßigkeiten ist schon, Hammer. Ich weiß nicht, gab's das in Deutschland auch? Das war so ein Strohhalm, der mit Zucker gefüllt war? Und den man so ausknabbern musste? Ja, den gab's hier auch. Den gab's hier auch. Wo du dann im ganzen Zimmer diesen Dreck davon herumfliegen hattest. Ja, ja, mhm. Ja. Apropos Dreck rumfliegen. Kettchen, Armkettchen oder die Uhren aus diese Zucker da. Ja, diese abknabbern kann. Ja, wo du dann immer die Fresse voller bunten Stücke hattest, ausgesehen hattest, als hättest du Tollwut. Ja. Dazu muss ich sagen, dass nochmal schon passiert, das Gummiband mit runtergeschluckt. Weil du das ganze Teil im Mund genommen hast, oder wie? Ja, das war früher, wie mir das geholt, bin am PC gesessen, hab dieses Band in der einen Ecke in den Mund genommen und angefangen zu knabbern und irgendwann war es dann weg. Oder was es heute nicht mehr gibt, was auch verständlich ist, Schokozigaretten. Ja, oder die Kaugummi-Zigaretten, da wollte ich auch schon gerade erzählen, Alter. Oh, war das geil. Wo immer so getan hat, als ob du geraucht hättest. Ja, heute darfst du es ja nicht mehr, weil das Kind dazu verführt, dass es rauchen könnte. Ja. Es gibt immer noch Kaugummi-Zigaretten. Früher kam da aber, konnte man da vorne auch da Rauch raushauen. Da war Mehl drin und dann... Ja, die kannte ich nicht. Oder kennt ihr noch diese Lutscher, die man so auf den Finger stecken musste und dann so rausgedrückt hat? Mhm. Wie bei so einem Lippenstift? Mhm. Boah, die habe ich geliebt. Ja. Es gab doch auch diese, auch wie hießen die denn nochmal? Da waren noch diese, kennt ihr noch diese Kaugummispender, wo oben drauf immer so ein Kopf war? So eine Figur? So eine Kinderfigur? Oh, ich weiß nicht, wie die heißen. Die gibt's glaube ich heute noch. Die war auch nochmal so geil. Pets, meinst du? Ja. Ach, wie gut, dass ich kein Skype anhab, weil ich habe so eine Figur hier gerade stehen. Ich hab die jetzt das letzte. Sollen wir mal ein bisschen warten? Ich glaube, Banane liegt ein bisschen hinter uns. Kann das sein? Ja. Mal ein bisschen langsamer fahren. Fahr mit meiner Schwester heute. Ich habe gerade hier ein bisschen was zu schreiben, was wichtig ist. Das ist schlecht. Mal reden durch. Ja, er portet sich dann. Dann fahren wir 2 halt weiter. Ja. Meine Schwester wollte sich mal wieder Bastelzeug holen. Wir sind so in so einen Billigladen gefahren und was sehe ich dort? Eine Pets-Figur vom Stormtrooper. Und ich als eingefleischter Star Wars-Fan, ich musste mir das Ding ja gleich mitnehmen. Ja. Und dann gucke ich so, da sind aber noch 2 Riegel dabei von den Bonbons. Ach, nehmen wir noch mal 4 Pakete davon mit. Ja. Oh, und ich war auch ganz... Ich hab keine mehr. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ein ganz großer Ü-Eier-Sammler-Fan. Oh ja. Ich habe früher sogar die
da hat irgendein, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber irgendeiner hat damit angefangen. Und so habe ich irgendwann, habe ich mir auch angefangen, diese Bücher zu kaufen, wo die Preise drin standen, was die wert sind, die Figuren und alles. Ich habe mal bei so einem Aufschreiben, gab es mal von Kinder. Ja. Und zwar, da kam die Schlümpfe gerade raus und da konntest du so eine Pappwelt gewinnen, wo die ganzen Schlümpfe draufgeklebt waren. Was ist das denn? Nein. Geht der Wegpunkt jetzt zu, ne? Ich, warte mal, da stimmt irgendwas mit dem Navi. Ich schau mal eben auf die Karte, warte mal. Nee, wir können, glaube ich, warte. Du siehst aber... Nein, wir können geradeaus weiterfahren. Wir müssen auch geradeaus weiterfahren, das Navi kommt hiermit nicht klar. Okay. Wir müssen geradeaus weiterfahren. Okay. Und dann die nächste links. Okay. Da habe ich dann so ein, das habe ich dann gewonnen. Ja. Und da habe ich dann so eine Papppyramide erst. Mhm. Mit vier Seiten und die konntest du dann aufklappen und da waren dann die ganzen Stümpfenfiguren eingeklebt. Ja. Und da war dann halt Schlumpfhausen. Okay, cool, geil. Aber das ganze Schlümpfe-Dorf. Ey, das ist so cool, das habe ich mir dann eine Vitrine gestellt gehabt. Oh, ich habe ja so gefeiert, wie damals in den Ü-Eiern, ich weiß gar nicht mehr, du konntest aus diesen, da waren in den Eiern war so kleine Mini-Städte, du konntest aus den Dings so Städte bauen. Ja! Oh, das war so geil, da hast du so eine Tankstelle gebaut oder sowas. Oder so eine Kirche oder sowas. Na? Flexi. Gib zu, du bist vor den Ü-Eiern von der Palette gestanden, hast die Eier abgezählt und jede siebte mitgenommen. Nein, das nicht. Ich hab nach einer Zeit habe ich geschüttelt. Nein, ja auch, aber ich habe dann irgendwann habe ich die Dinge auf die Waage gelegt. Ich bin damit zur Obst- und Gemüseabteilung gelaufen und habe sie dann auf die Waage gelegt, weil man ungefähr so ungefähr das Gewicht eigentlich wusste. Nach einer Zeit. Ja. Du konntest das dann als Kind wirst du halt irgendwann clever und. Du gewiefter Schweinehund. Ja. Naja, ich war mal so ganz dreist und war aus dem Supermarkt, war das so, wenn du Eier nehmen wolltest, dass du die Eierkartons, die dran stehen gehabt, musstest du die Eier von der Palette nehmen. Ja. Und ich habe meiner Mutter zwei Dutzend Ü-Eier untergejubelt. Oh, geil. Das ist sehr schön. Und früher war das ja nicht so. Heute, wenn du Eier kaufst, da guckt die Kassiererin rein, ob alle Eier in Ordnung sind. Die hat nicht reingeguckt. Das heißt, du hast zwei Dutzend Ü-Eier zum Preis von zwei Dutzend normalen Eier. Und was hat Eier gekostet? 80 Pfennig damals. Ja, irgendwie sowas, ja. Meine Mutter ist zu Hause, macht die Ü-Eier auf und kriegt auf einmal, also die Eier auf und kriegt einen Lachanfall. Aber was auch gut ist, was ihr mal machen müsst, ist einfach mal, wenn ihr einkaufen seid, so als kleiner Tipp so nebenbei, ihr müsst mal, wenn irgendwelche Leute einkaufen sind und ihr seht die, dass sie gerade mal nicht an ihrem Wagen sind, legt mal irgendwas rein. Und dann verfolgt ihr mal bis zur Kasse. Aber da muss irgendwas Ausgefallenes sein, was sie nie kaufen würden. Ich hab da mal was ganz Fieses gemacht. Aber ich glaube, das darf ich hier nicht sagen. Okay, dann lassen wir es, glaube ich, lieber. Wir wollen ja hier niemanden anregen, Blödsinn zu bauen. Später, ist das klar? Ja. Schreib dir auf, das erzählst du später. Wir wollen ja hier niemanden anregen, irgendwie Blödsinn zu bauen, ja? Nein. Ne? Ich habe aber früher halt als Kind gerne Streiche gespielt. Ja, ich glaube, das haben wir, glaube ich, alle. Wer hat das nicht gemacht, oder? Ja. Ich sag mal Nutella unter der Türklinke. Zahnpasta. Ja, Zahnpasta ist gut. Aber nur, was Süßigkeiten sind, kennt ihr Eiskonfekt? Oh ja. Oh, geil. Oh, könnte ich aber versterben. Nur Gutes, es gibt Schlechtes. Ja, das ist von Dings, das ist von, das Originale hier, Eiskonfekt. Was haben sie sogar früher, im Kino verteilt? Kann ich mich noch daran entsinnen. Bei uns kriegst du halt beim Rewe noch das Eiskonfekt, wie es früher war, in dieser, sieht aus wie die Praline in diesem Glas drin. Ja. Das kriegst du bei uns noch. Und das hole ich mir manchmal so gerne. Und dann sitze ich hier und verputze das ganze Glas, obwohl es so warm ist. Boah, kennt ihr diese belgischen Nougat-Pralinen, die aussehen wie Meeresfrüchte? Ja, So Muscheln und Schrimps und so. Oh. Haben mir meine Oma früher mal mitgebracht zu Weihnachten. Oh, lecker. Oh, was ich auch gerne esse, sind Riesen. Oh ja. Damit habe ich mir als Kind vier Plomben gezogen hintereinander. Boah. Was auch geil ist, ist Nappon.
Kennt ihr Nappon? Oh, ich wollte es gerade sagen. Oh. Geil, ich liebe es. Ja, voll fett mit diesem... No. Das ist no. Was? Holländisches Nougat ist das. Ja. So, weißt du, jetzt reden wir darüber, weil sobald du im Supermarkt das denkst du nicht, weil nee. Du läufst dann vorbei. Ja. Und, ja. Oh, das ist super, als es Nappon ist. Ja, geil. Hammer. Voll lecker. Oder hier diese schokoladenüberzogenen Reiswaffeln. Oh ja, oh ja. Aber oh, so Süßigkeiten wie früher, das gibt's nicht mehr. Nee, so viele Sachen gibt's auch nicht mehr, stimmt. So diese Erdbeersahnebonbons zum Beispiel. Mm, die so geschmeckt haben wie Langnese-Eis. Oh. Ja. Die waren früher von Campino, die ja. gibt es heute nicht mehr. Oder wenn der Christus hat, ohne im Marco zu schmecken, nicht gleich. Ja. Auch Süßigkeiten marken, so wie ich sie wie früher kenne. Das stimmt. Wenn ich heute im Supermarkt gehe und ich will eine Tüte Werthers Original haben, ja. Dann kriege ich entweder diese Werthers Schokolade, wo ich mir denke, ich will Werthers Original haben und nicht irgendwie so Schokozeug. Richtig. Und dann suchst du und findest du nicht, weil sie einfach die Jugend von heute will es nicht mehr. Ja. Oder kennst du nicht. Die wollen eher dieses. Ja, und da sind einfach dieses Billig-Chemie-Zeug gewöhnt, wo ich sage, also für Süßigkeiten gebe ich doch ein bisschen mehr Geld aus, wo man ein bisschen bessere Qualität, was auch natürlich noch Bonbon ist eigentlich was ganz Natürliches, ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe. Mhm. Aber wenn du heute guckst, da holst du sämtliche Krankheiten. Ja, vor allem, was da alles drinsteckt, stimmt schon. Aber was ich auch sehr, sehr gerne früher als Kind mir am Kiosk so geholt habe, war hier am Eis am Kiosk, da hier Flutschfinger oder sowas oder Ed vom Schleck. Oh ja. Oh ja. Oh, es gab ein Eis, was ich als Kind geliebt habe, das hieß Bleistift. Oh. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gab. Ich meine, ja, das sagt mir was. Hochschiebereis. So ein Hochschiebereis, das war vorne dann halt auch so spitz wie ein Bleistift und mittendrin das komplette Eis ging so Schokolade. So feste Schokolade. Ich glaube ja. Und am Ende war da so ein dicker, fetter Knubbel. Boah, da hast du nicht immer gefreut, wenn du unten ankommst. Das ist wie bei Cornetto. Du freust dich schon aufs Ende von der Waffe, wo die ganze Schokolade ist. Oh. Ja, nur jetzt gab es das Cornetto, die Werbung mit dem flüssigen Kern. Und ich gesagt, da will ich einen flüssigen Kern, da muss die feste Schokolade unten sein. Das ist gerade das, worauf du dich am besten freust. Meine Schwester hat immer unten angefangen, das Eis zu essen. Hab ich mir auch so gedacht. Aber vor allem das Schlimme dabei ist, sobald du dann irgendwie das Eis oben ein bisschen angefangen wegzuessen, dann hast du nämlich das Problem, dass dann deine Hand schon voller Schokolade ist, weil es so warm ist da unten. Ja. Ah, wir haben einen neuen Wegpunkt gesetzt. Ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für die Folge, noch ein klein wenig. Ist nicht weit. Ja. Seid ihr wieder da? Können wir weiterfahren? Ja. Ja, ich komme auf die Straße hoch. Nein, aber Süßigkeiten, das ist so. Auch jetzt als Erwachsener esse ich gerne Süßigkeiten. Oh, aber gut, erwachsen bin ich, erwachsen, ich bin groß. Also, ich sagte mal, ich bin zwar 27, aber erwachsen bin ich noch lange nicht. Ja, ich nicht. Weil im Herzen sind wir alle noch Kinder, wir Männer, das ist einfach so. Ne? Oder wie ich so gerne sage, Männer werden 8, dann erwachsen sie noch. Ja, genau. Ja. Ne? Die Männer wollen immer alles und das sofort auf einmal. Also, ich gehe in den Kaffee rein. Was? Ja, sag's dann. Komm, sag's dann. Ich sag ja immer Carrera-Rennbahn. Für Kinder gemacht, aber Papa spielt damit. Oh. Ja. Oh. Nein, das ist. Ich gehe in einen Café rein und sag, auf der Karte steht ja Pinocchio-Eisbecher nur für Kinder reicht. Die Bindung ist in der Ja, mein Gott. Das Kind im Manne. Oder sag ich will den Pinocchio-Eisbecher fertig oder den Biene Meier-Eisbecher. Ja. Früher waren da noch die Augen auf dem Tisch. Also, mach dies drauf, verdammt nochmal. Mach dies. Aber mal zurückzukommen von Ahoi Brause und jetzt Hand aufs Herz. Wer hat sich die Brausebonbons geholt und wer hatte danach tierische Blähungen? Ja. Ja, ja. Vor allem, wenn man die ganze Packung gefressen hat. Ja, dann auf jeden Fall. Jetzt stellt euch vor, mein Vater liebt die Dinger auch. Ahoi Brause, Sause in der Hose. Ja, ich mit meinem Vater eine längere Autofahrt, wir zwei killen während der Fahrt 4 bis 5 Packungen pro Nase.
von diesen Brausebonbons und die Rückfahrt nur mit offenem Fenster. Ja, muss ja, ist ja, da ist ja Atemluft. Da muss ich schwer atmen. Ja. Oder Eis, was ich ja auch heute noch gerne esse, ist es Wassereis. Oh ja, oh ja. Oh, guck mal, da ist eine Chain Gang. Hast du gesehen? Das ist so dieses Wassereis von Bussi-Bär. Die sind immer noch am Arbeiten. Ja. Da habe ich mir jetzt wieder vorgestern zwei Päckchen mitgenommen. Steve gefragt, ich glaube, ich hole mir davon gleich eins. Ah, du Hund! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer noch nur die von, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber mit diesen Bären da drauf finde ich immer noch am besten. Die anderen kannst du irgendwie alle vergessen. Ja. Meiner Meinung nach. Das ist, was ich gerade gemeint habe. Ne. Aber ich finde es schade, dass es so Kioske wie die damals heute nicht mehr gibt. Ja, ja. Das stimmt. Heute ist heute, wenn ich bei uns am Kiosk gehe, um 7 Uhr morgens schon, da sitzen die Schnapsnasen, die nach durchgesoffen haben. Da willst du als Kind ehrlich gesagt nicht mehr hingehen. Nee, hast du viel zu sehr Angst auch vor. Ja, klar. Na. Und es wird, was wird am Kiosk heutzutage nochmal noch verkauft? Bier? Bild? Kippen? Ja, ja. Playboys. Playboy auch, ja. Da kennst du dich ja gut aus anscheinend. Sollen wir noch ein bisschen fahren? Noch ein kleines Stückchen. Wir haben ja noch Zeit, wenn wir ein bisschen länger machen. Wir haben gerade ein sehr interessantes Thema, oder? Komm, wir fahren nach Eureka. Okay, setzt der Wegpunkt. Wegpunkt ist hier setzt. Ich komme zur 5 Minuten Karte. Und dann geht's auch schon. 5 Minuten nicht. Jetzt 5 Minuten ist zu spät. Ja, das ist. Jetzt mit Pause? Nein. Ja, das kann man im Stream machen, aber nicht im Let's Play, Herr Bananenbrot. Wir sind hier nicht beim Live. Wir sind hier nicht beim Live-Auftritt. Überleg mal, du stehst auf der Bühne und sagst, hör mal, liebe Zuschauer, 5 Minuten brauche ich jetzt. Liebe Zuschauer, ich habe was Falsches gegessen. Ja. Ja. So auf der Bühne willst du, sorry Leute. Aber Flexi, du weißt ja, ein Kuchen unter 300 Gramm ist immer noch ein Keks. Ja, es stimmt. Oh, die Torten von Rad und da gibt's so leckere Kekstorten mit Erdbeer. Oh, wo unten drunter so ein Keksboden ist. Kennst du das denn, Homer Simpson anfängt zu sabbern? Ja, so ungefähr. Jetzt ist es gerade da. Aber solange die Kakaobohne am Baum wächst, ist Schokolade Obst für mich. Ja. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, Banane hat mich ja auch bis jetzt gefragt, welche Blutgruppe hast denn du? Ich so, Nutella. Ich glaub Nutella. Ja, weil du wahrscheinlich nur Nutella in dich reinschiebst. Komm, das geht manchmal, dass du den Glas Nutella und nur einen Löffel holst. Ja. Und wenn das Glas fast leer ist, haust du Eis rein. Ja. Oh ja. Oder wenn du vorsichtig das Silberpapier abgefiltert hast, setzt es kurz in die Mikrowelle und nimmst das Strohhalm. Ja, das stimmt. Süßigkeiten. Oh. Komm, wer von euch jetzt, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich keine Frage, aber ich glaube, das hat jeder von uns schon gemacht. Wer von euch hat wirklich früher auch Fruchtzwerge mit einem Löffel im Eisfach gestellt? Das mache ich heute noch. Ich muss gestehen, früher habe ich Fruchtzwerge nicht gemocht. Ich mag die erst in ein paar Jahren. Okay. Ich mache das heute noch. Manchmal, wenn diese Aktion ist, Fruchtzwerge in diesem Stil, dann nehme ich mir da mal 3-4 Pakete vom Mittelstellten. Das mache ich heute noch gerne. Nur das Problem, und wie früher, ich kann es kaum erwarten, dass es gefroren ist. Ja, aber das Problem ist aber auch, die schmecken in beiden, sag ich mal, Funktionen geil. Ob du sie pur isst, also nicht gefroren, oder gefroren ist, die schmecken auch total dann unterschiedlich, aber beide geil. Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Ich kann dann mal so eine Packung, also 6 Stück. Ja, sicher. Die behandle ich als einen. Ja, auf Ex, aber voll durchziehen, das ist das Schlimme dabei. Was ich mir mal gemacht habe, es gibt ja diese Eisteile, wo du dir halt dein Eis am Stiel selbst machen kannst. Ja. Da habe ich früher bei mir dann schichtweise das
die Fruchtzwerge drauf gemacht, dass ich so 3-4 verschiedene Geschmacksrichtungen in einem hatte. Okay. Ja, das war lecker. Das war richtig gut. Das hat geschmeckt. Ja, ja, klar. Erst hast du Erdbeer gehabt, dann hast du Banane gehabt, dann hast du Himbeer gehabt. Oh, so, ich weiß nicht, wenn ich mir heute so einen Joghurtbecher hole, habe ich das Gefühl, da ist noch ein Löffel drin. Als Kind kam mir das immer so viel vor. Ja. Aber deswegen Monte zum Beispiel. Ich liebe Monte. So, hast du schon mal die Monte Crunchies probiert? Nein. Die Crunch dazu, die Joghurt mit der Ecke. Wow, nee, die sind geil. Nee, aber ich nehme jetzt mittlerweile nur noch die Monte Maxis, weil mir in den normalen Monte ist zu wenig. Aber komm, seid ehrlich, ihr habt früher auch Frufos gegessen. Und ihr habt immer in der Mitte reingeguckt, was für ein Spielzeug da war. Ja, ja. Oh, die gibt's heute nicht mehr. Ja, man muss das doch ein bisschen andeuten. Die Banane ist ein bisschen jünger wie wir, zwei Flexi und ich, weil wir sind so die alten Hasen. Ja. Aber wir haben Süßigkeiten gegessen, die gab's seitdem er geboren ist nicht mehr. Ja, das stimmt. Aua! Also so viel ist es jetzt auch nicht. War so viel ist auch nicht. Aber Frufus war geil. Frufus war die Werbung war damals geil. Ach, ja sicher. Das war ja auch so die 90er, ne? Frufus und so. Ja. Ah, oh, geil. Ah, ich glaube, da haben wir jetzt gleich schon mal das Thema für die nächste Folge gepackt. Das ist doch die 90er. Ja, stimmt. Ja, definitiv. Genau. Und damit wären wir auch schon quasi so gut wie am Ende der Folge. Wir sind jetzt hier in Eureka angekommen. Ich komme! Yeah, der liebe Herr Banamon kommt auch noch. Der schließt sich auch noch uns an. Sehr schön. Bulli kommt auch noch, so wie ich das sehe. Ja, mein Gott, boah, was für Themen. Geil. Oh, es hat Spaß gemacht. Und wie schon in der vorigen Folge gesagt, lasst euren Kommentar da. Sagt, was für Süßigkeiten ihr früher gerne gegessen habt oder heute noch gerne isst. Genau. Falls wir irgendwas vergessen haben. Weil wir alten Säcke, wir können uns ja nicht an alles erinnern. Ja. Oh, was war das denn? Alter, das schlägt wieder rein. Ja. Und dann sag ich schon mal von meiner Seite tschüss, schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche noch. Heidi ho, haut's rein, lasst's krachen. Bis zum nächsten Mal. Genau, mach's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge Boxenstopp. Bis dann, ciao, ciao.